Oh. Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Abzu. Abzu, irgendwie so. Weiter geht es mit dem dritten Part. Und jetzt wollte ich ja hier dann so ein bisschen diese Umgebung erforschen. Weil das doch eigentlich alles ziemlich interessant aussieht hier. Ich wüsste gerne, ob ich irgendwas mit diesen Ketten machen kann, aber anscheinend nicht. Ich brauche einen neuen Roboterfreund wieder, glaube ich. Ah, da ist dieser. Kann ich mich an den ranhängen? Hallo? Ja, kann ich. Was bist denn du für eine? Du bist ein Adlerrochen. Ach, du bist auch ein Rochen. Ist ja interessant. Aber ein seltsamer irgendwie. Da oben ist wieder. Nee, das sind Statuen. Da oben kann ich meditieren, genau. Und dann mache ich das doch nochmal. Plupp. Ta-ta-ta-ta. Oh, das sieht aus, als wäre da so eine Art Brunnen, wo ich rein kann. Da hinten leuchtet irgendwas. Und da ist ein kleiner Roboterfreund. Okay. Ich meditiere mal. Wahoo! Das heißt übrigens der Fisch unten rechts in der Ecke. Das ist ein Wahoo. Wow. Oh, wie cool. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Seekühe. Die sehen ziemlich interessant aus. Was haben wir hier? Goldener Stachelmakrele. Ein Rochen. Oh, was sind das? Kelpfische. Ich weiß nur leider gar nicht, welche das jetzt genau sind. Könnten diese roten sein. Männlicher kalifornischer Lippfisch. Da hatten wir es ja wieder, ne? Ah. Ein Seidenhai. Okay. Ja, cool. Dann würde ich aber sagen, gehe ich mal weiter und hole mir meinen kleinen Roboterfreund. Da unten. Uhuhu. Hallo, mein Freund. Flug. Ich kann mit ihm sprechen. Das ist schön. Okay, von da kam ich. Da unten leuchtet irgendwas. Da möchte ich einmal ganz kurz hin. Ich hoffe, da geht es nicht weiter. Doch, ich schätze, da geht es weiter. Ich will einmal ganz kurz schauen, ob ich hier wirklich unten rein kann. Und ich wette, ihr müsst es eigentlich wieder eine von diesen komischen Schneckenmuscheldingern geben. Kann ich hier rein? Ups, das war ein bisschen zu früh. Möchtest du bitte runter? Dankeschön. Oh. Ja, da unten ist wieder eine von diesen Muscheln. Hier sind ganz viele von diesen Muscheln. Wie cool. Das sind... Ah, das sind gar keine Muscheln. Das sind so Schnecken, glaube ich. Oder so Ammoniten heißen die so. Die sind interessant. Uhuhu. Ich mag übrigens auch dieses Geräusch von dem Wasser. Das finde ich unheimlich beruhigend. Ah, da ist noch einer. Hallo. Hallo, du da. Ja, die sprechen schon miteinander. Wie süß. Finde ich hier noch mehr von euch? Hallo, Luda. Kann ich auch mit dir interagieren? Da ist ein Oktopus. Huch! Oh nein, ich habe ihn verscheucht.
Okay, da komme ich immer noch her. Sprich, ich wollte eigentlich da runter. Oder da geht's weiter. Das geht natürlich auch. Da ist die Tür. Hier ist ein Hammerhai. Kann ich darauf auch meditieren? Nein, das ist einfach nur eine Statue. Okay. Ich gehe mal hier rein. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwas Wichtiges. Kann ich hier weiter? Ja, kann ich. Aha. Weiter geht's. Oh. Oh, ich glaube. Ich verstehe. Oh, es ist so wunderschön. Okay, was kann ich hiermit machen? Ich kann interagieren. Ah, ich muss hier drehen, ne? Wow. Oha. Oha. Okay, das war die eine Seite. Das heißt, ich folge der anderen Kette auf die andere Seite. Ihr merkt, das Spiel erklärt sich quasi von alleine. Das Spiel erklärt euch tatsächlich, was ihr machen müsst. Finde ich total interessant. Da hinten, genau. Aber ich könnte schwören, das war gerade noch nicht da. Na gut, okay. Let's go. Die kleinen antworten immer, das ist voll süß. Okay, jetzt öffnet sie sich. Das ist die erste Tür, die ich selbst öffnen musste, tatsächlich. Hallo, Seekühe. Hallo, mein Freund. Los, spring mit mir. Kannst du mit mir springen? Komm schon. Hui. Nein, das geht mit denen leider auch nicht. Ich finde das cool. Okay, ich habe die Tür aus den Augen. Da ist sie. Ich hatte die Tür ein wenig aus den Augen verloren. So. Hallo. Hier gibt es tatsächlich jede Menge Kleinigkeiten, die man noch so entdecken kann. Ich bin ziemlich begeistert, tatsächlich. Oh. Kann ich nochmal springen? Oh! Aber hier oben gibt es, glaube ich, nichts. Nichts groß zu entdecken. Ich meine, die Grafik ist jetzt natürlich nicht die bombastischste, aber es ist einfach so unfassbar schön gestaltet, dass einem das vollkommen egal ist. Oh, da ist ein Hai. Da ist ein böser Hai. Nein, klau mir nicht meine Roboter. Geh weg. Kann ich hier rein?
habe ein bisschen Angst. Ah, okay. Offensichtlich muss ich hier nicht rein. Doch, da ist wieder ein... Ah, hallo. Oh, da ist wieder ein Oktopus, den ich verscheucht habe. Ach, eigentlich würde ich voll gerne über irgendwelche Themen reden, aber das ist hier irgendwie... Ich weiß nicht. Es ist einfach zu schön. Ich habe gar keine Lust, an irgendwas anderes zu denken. Dann wird einfach nur Spiel genießen. Gerne. Oh, erst war es orange, jetzt wird es rot. Rot finde ich in der Regel keine gute Farbe. Rot ist immer eine böse Farbe. Oh Gott, guckt euch diesen... Oh, ist das unheimlich... Alter, ist das unheimlich. Oh Gott. Guckt euch diesen Nebel da unten an. Da hat man richtig Schiss, dass da gleich irgendwas rauskommt. Irgendwas Unheimliches, Großes. Schnell rein da. Schnell in die schöne... wundervolle, blaue Welt. Okay. Da sind meine Rochen. Da sind meine Orcas. Bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ich mag das, wenn die Flossen so leuchten. Dann fehlt noch ein Abschnitt und das war es dann im Prinzip schon, soweit ich das verstanden habe. Wow. Die sehen aus wie Haie. Das sind Walhaie, oder? Sind das Walhaie? Ich bin erstaunt, wie viele Fische ich tatsächlich kenne. Hätte ich gar nicht gedacht. Das sind tatsächlich Walhaie. Oh. Es ist so schön hell und dieser unheimliche Nebel ist weg. Auch das ist so schön. Oh, wundervoll. So, ich will einen dieser Walhaie reiten. Sofort. Wo ist er? Da. Hi, Großer. Uhuhuhu. Mein Gott, sind die riesig. Oh, es ist so cool. Der ist so groß. Oh, ist das so geil. Was sie für ein großes Maul haben. Ach, das ist mega genial. Hier kann ich auch irgendwo meditieren. Ich weiß, dass ich hier irgendwo meditieren kann. Ich weiß nur nicht, wo. Hier sind diese Hammerhai-Stadt. Da oben. Da ist die Statue. So, Palim. Bingo. Oh, Diamant Picasso Drückerfisch. Gibt's die wirklich? Warum heißen die so? Das ist voll der seltsame Name. Fähnchen Falterfisch. Ich glaube, so ähnlich hatte mein Vater früher im Aquarium. Gelber Segel Doktorfisch. Mein Gott, wie hat er seinen Doktortitel bekommen? Was ist das? Oh, der ist süß. Ein Kuhkopfrochen.
Also da hat jemand, derjenige, der das erstellt hat, der Adlerrocken, genau, hat eine sehr große Leidenschaft für das Meer, glaube ich. Und alles, was so darin wohnt. Was bist du? Das ist der Picasso. Ja. Ich würde gerne einen Walhai kriegen. Wo sind die Walhaie? Da ganz unten. Warum seid ihr hier ganz unten? Oh, was bist du? Stachelmakrele. Der Walhai. Ich weiß gar nicht, warum der Hai heißt. Gehört wahrscheinlich zur Familie der Haie, aber eigentlich sind die keine Fleischfresser. Die fressen, soweit ich weiß, nur Plankton. Oh, so cool. Ja, wieder was gelernt, Leute. Walhaie fressen kein Fleisch. Und keine anderen Fische, sondern nur Plankton. Okay, wo geht's weiter? Da geht's weiter. Und wieder hinein in den Tempel. Das sieht richtig cool aus. Hier möchte man gar nicht so schnell durchschwimmen, weil man einfach alles sich alles angucken möchte. Einfach alles bewundern möchte. Das ist echt toll. Was ist das? Wow. Ich kann damit interagieren. Hallo. Oh, ist das ein Brunnen? Ja, es ist ein Brunnen. Ach, damit habe ich die nächste Tür geöffnet. Ja, cool. Erzählt uns das eine Geschichte? Ich glaube, das erzählt uns eine Geschichte. Das sieht aus wie das, was wir machen. Besonderes Wasser, das wir wo hineingeben und dann entstehen Fische und diese Dinger. Ich verstehe nicht wirklich, was hier vor sich geht. Aber okay. Ja, hier sind wieder die Ammoniten. Die kleinen Ammoniten. Hier sind diese großen... Dieses große Dreieck. Oh, das ist zerstört worden. Von uns? Oh, ich glaube, oh je. Also ich habe eine Vermutung, Leute. Ich werde die euch vielleicht am Ende des Spiels noch genauer erklären. Falls sich da das dann nicht bestätigt haben sollte, was meine Vermutung war. Aber es sieht irgendwie so aus, als hätten wir doch maßgeblich was mit diesen Stellen zu tun, die so dunkel geworden sind. Oh. Alter! Was bist du denn? Warum hat der so leuchtende Augen? Gott, ist der unheimlich. Hallo, du da. Was bist du? Ach so, invertierte Steuerung und so. Och Gott. Okay, komm. Langsam, langsam, langsam. Immer mit der Ruhe. Ich darf die Kamera nicht zu viel durch die Gegend dingsen. Dadurch erhelle ich immer diese Gebiete hier.
Okay. Ist auf jeden Fall interessant. Ich hätte das gar nicht vermutet, dass die hier mit diesen Wandmalereien auch diese Geschichte erzählen können. Aber das ist eine interessante Methode. Und ich glaube, ich habe es halbwegs durchschaut. Ja, und da gehe ich jetzt wieder auf dieses komische Dreiecksdings zu. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich diese Dinger immer noch mag. Okay. Ab in den nächsten Abschnitt und dann beende ich das hier auch, weil dann bin ich wieder bei 20 Minuten. Das ist interessant, immer ein Abschnitt dauert ungefähr 20 Minuten. Und dann darf man gespannt sein, was im letzten Part passiert. Ich bin auf jeden Fall, also was heißt letzter Part? Ich weiß ja gar nicht, ob es der letzte ist, aber es wird immer von 80 Spielminuten geredet. Und deshalb bin ich relativ gespannt, wie es dann weitergeht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und vielleicht hattet ihr auch so eine kleine Vermutung, was es mit diesen Wandzeichnungen auf sich haben könnte. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!